Ja, meine Lieben und damit recht herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von FIFA 19 Karriere mit dem FSV Zwickau. Und ja, heute endlich mal wieder ein Heimspiel und zwar gegen den VfR Aalen. Sind auch relativ weit vorne mit in der Tabelle. Also sollten die gegen uns gewinnen, sind die mit unser ärgster Verfolger. Auch alles relativ eng hinter uns. Allein vier Mannschaften, die jeweils 18 Punkte gesammelt haben. Wir konnten uns wieder ein bisschen absetzen durch den letzten deutlichen Sieg, den aber, muss man sagen, unsere zweite Mannschaft geholt hat. Und ja, eins, was mir dieses Spiel gezeigt hat, wir müssen wahrscheinlich definitiv öfter mal rotieren. Einfach, um immer mal auch ein anderes Spielgefühl zu kriegen. Damit das hier mal weiterhin so sahnig läuft. So, ihr dürft im Heimtrikot bleiben. Der Dietmar Schönlebe ist heute mal Schiri. Yay. Kein Schnitti, sehr gut. So, und wir gucken mal, was wir denn so machen können. Will und Frick, das bleibt. König ist angeditscht. Dafür darf Lauberbach ran. Und in der Innenverteidigung. Alle angeditscht. Antonitsch auch. Aber Mai ist ja Allround-Talent und kann alles spielen. Sturm, offensives Mittelfeld und Innenverteidigung. War eigentlich auch mal bei Zwickau eigentlich als Innenverteidiger, aber ist jetzt anscheinend hauptsächlich Stürmer. Egal. Kriegt heute mal hier hinten eine Rolle zugeteilt. So, Meder würde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Der hat mir sehr gut gefallen. Bodek ist noch komplett fit. Der kommt auf jeden Fall mit. Gaines war auch überragend. Da lassen wir mal einen Innenverteidiger zu Hause. Und ja, so würde ich das einfach mal lassen. Ja, Ampadu leider immer noch verletzt. Und das wird auch leider noch ein Stück so bleiben. Ich glaube, 7 Monate waren es, wenn ich mich noch entsinnen kann. So, dann probieren wir es mal mit der Truppe hier. Bin ja mal gespannt, wie stark Aalen ist. Vor allen Dingen, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt schon wieder ein Stück nicht mehr gespielt. Deswegen hoffe ich, dass da irgendwas Gescheites heute bei rauskommt. Ah, schade. Noch. Ist einfach nicht meins hier. Ah, jetzt immerhin. Jetzt mal Anträge ein. Schade. Und noch ein. Okay. Beenden wir den Spaß mal hier. So, Bonga hatte eine Verschnaufpause. Und ich hoffe, der haut halt mal wieder ein paar Buden rein. So, zurück in der dritten Liga. Ja, Kommentatoren gibt's halt wieder nicht. Machen wir alles selber. Oh, Freunde, ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Bin aber wirklich gespannt, wie stark Aalen ist. So, Bonga stagniert momentan ein bisschen auf seinen 6 Toren. Wird Zeit, dass er mal wieder zuschlägt. Da ist er, der gute Mann. So, Pommes im Tor ist auch wieder bereit. So, und da ist Tarsis Bonga. Der hat Bock. Na dann, wollen wir mal. Auf geht's. Oh, Frick. Mit dem ersten Ballverlust.
Oh, und jetzt mal über außen. Geht gleich schnell mit Schröter. Ah. Da Mijatke den Ball nicht geklärt. So, Frick. Über die Mitte. So, wieder Schröter. Ah. Oh, was war das denn? Okay, da hat Frick einfach mal versucht zu schießen, aber... Was für ein Gammelball war das denn? Oh! Hä? Was hat Bonga da gemacht? Ist der über den Ball gefallen, oder was? So. Oh. So, Mai ran. Alles gut, Hammer. Und Mai klärt ganz... Ganz lässig. So, jetzt haben wir auf außen hier. René Lange. So, ist jetzt die Frage. Ist das Abseits? Das ist kein Abseits. Und da ist Bonga. Und endlich mal wieder ein schnelles Tor. Gute Viertelstunde gespielt. War aber auch eine schöne Vorarbeit. Da haben wir Lauberbach im richtigen Moment da draußen gesehen. Und der mit einer Zuckerflanke. Und ja, guckt euch diese Abnahme an. Keine Chance für den Torwart. Oh ja. Das gefällt dem Trainer auf jeden Fall. Tarsis Bonga, 7. Saisontor. Der Junge ist wieder da. Sehr schön. Boah, freut mich das. Könnt euch. Ihr glaubt mir gar nicht, mit was für einem fetten Grinsen ich gerade hier sitze. Wie sehr ich mich freue, dass Bonga endlich mal wieder getroffen hat. Oh. Nee, da sollte er eigentlich nicht hingehen. Da sollte eigentlich außen auf Schröter gehen. Kriegt den Mai? Ja, kriegt er. Sehr schön. Oh, da war ein bisschen sehr voreilig. Oh. Der sollte eigentlich außen auf Barilla gehen. Jetzt muss Schröter mal ein bisschen aushelfen hier. Aber ich muss sagen, unsere rechte Seite ist da sehr flexibel, was das angeht. Was sind denn das die ganze Zeit hier für Pässe von Frick? Das gefällt mir überhaupt nicht, was der hier treibt. Und auch viel zu schnelle Ballverluste in der Mitte. Was war das denn für ein Klärungsversuch von Barilla? Oh Mann. Es wirkt schon wieder alles ziemlich nervös hier, was wir mal treiben gerade. Haben wir uns jetzt von dem einen Tor beflügeln lassen? Dachte ich zumindest. Und spielen schon wieder hier die übelste Gülle gerade zusammen. So, das sah schon besser aus. Ist die Frage, ist das Abseits? Ja, schade. Da ist der Ball ein bisschen zu langsam durch die Reihen gelaufen. Guck mal. Oh, ja, deutlich. Schade, schade, schade. Aber man muss halt sagen, die Ansätze sind da und wenn wir die mal ein bisschen gekonter umsetzen. Boah, Rinkies. Mach mir keinen Kummer. Oh, den holt sich Will wieder. Ah. Also Mittelfeld, beziehungsweise das zentrale defensive Mittelfeld ist momentan so ein bisschen unser Schwachpunkt.
Oh, ich dachte, ich kann mich da mit Bonga mal ein bisschen durchtanken, aber hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Oh, jetzt kommt Frick mal wieder. Ah, kann sich aber nicht behaupten. Ah, da kommt Lauberbach nicht ran. Okay. Lauberbach bis jetzt auch ziemlich blass geblieben. Aber ich muss sagen, was mir gefällt, Mai scheint in Sachen Innenverteidiger nicht viel verlernt zu haben. Also der macht sein Zeug da auf jeden Fall. Hier schon wieder. Oh, und dann ist schon Halbzeit. Mensch, das hat sich aber ein bisschen sehr flott heute angefühlt. So. Der gute Tarsis, einmal vorm Tor gewesen, richtig? Und gleich verwandelt. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir am besten Anfang der zweiten Halbzeit gleich mal noch ein Tor machen. Wir brauchen dringend diese 2:0-Führung. Einfach, dass wir selber mal ein bisschen ruhiger spielen. Das ist ganz wichtig. Müssen wir halt. Muss mir auch mal selber angewöhnen, einfach mal ein bisschen ruhiger zu spielen. So zum Beispiel. So. Schön über außen. Da läuft wieder Lauberbach. Und der war nicht im Abseits. Ah, und da schießt Lauberbach einfach mal. War leider an sich nicht viel Platz, deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig. Ich spiele erstmal hinten ein bisschen rum hier, so. Und dann über die Mitte mal. So, das Lauer macht durch. Und der macht das 2:0. Und wieder so ein Angriff aus dem Nichts. Einfach ganz banaler Pass eigentlich von Frick auf Bonga. Und der. Ach nee, war gar nicht Frick. War Paul Will, glaube ich. Und Bonga steckt da einfach mal durch. Da sehen die Jungs da hinten nicht gut aus. Oh, da wäre der Torwart fast noch dran gewesen. Ei, schönes Ding. Oh, Lauerbach jetzt auch schon bei 6 Toren. Ah, der Junge macht sich. Also man muss sagen, was mir auf jeden Fall besser gefällt, wir kommen zwar nicht mehr ganz so oft wie's Tor, vors Tor, wie vor noch ein. Wie vielleicht noch vor 2, 3 Spielen. Aber wir sind deutlich effizienter geworden jetzt vorm Tor. Also, wir hatten jetzt vielleicht wirklich. Wenn es gut kommt, 3 richtige Torchancen und davon waren 2 drin. Also da kann man wirklich nicht meckern. Wenn wir weiterhin so eine Quote halten. Oh. Oh, René Lange, sehr gut. Und einfach mal vor. Mijatke. Und den machen wir halt noch. Gar nicht viel gesehen. Ah, der war zu steil. Den kriegt Bonga nie im Leben. So, langsam mal die Uhr beobachten. Ah, schade. Hätte er vielleicht gleich mal abziehen müssen, Bonga. Wollte aber unbedingt nochmal den Pass probieren.
Ja, Lauberbach macht sein Zeug, sehr schön. So, dann machen wir die Standardvariante. Also zumindest unsere Standardvariante. Boah! Und was für eine! Da haben wir den Vorteil gehabt, dass Schröter da draußen den Ball behaupten kann. Und dadurch ziehen wir die Abwehr schon alle auf Schröter und Bonkers steht da einfach mal seelenruhig in der Mitte frei. Und haut den mal mit einem schönen Fallrückzieher rein. Ja, so eine Mischung aus Fallrückzieher und Seitfallzieher? Sagt man so? Ich bin halt wieder sprachlich nicht ganz auf der Höhe. Bonga schon 8 Tore. So, Kinder, bevor wir weiterspielen. Wie schaut denn das hier aus? Fitnesstechnisch. Also ich denke mal, Frick können wir eine Pause geben. Schröter ist auch ziemlich platt. Der kriegt mal auch eine Pause. Jatke sieht noch ganz fit aus. Von daher würde ich lieber dem guten Renny hier ein Päuschen verschaffen. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und ich denke mal, so können wir das lassen. Der Rest sieht noch ganz okay aus. Die rechte Seite ist halt immer ganz schön tot, ne? Man merkt halt, dass die viel rennt da drüben. Oh. Fast gehabt. Oh. Was eine schöne Kombi. Und nochmal die Flagge rein. Schade. Okay, jetzt gibt's nochmal frischen Wind. Drei neue Spieler. Vielleicht. Können die ja noch was reißen? Zum Beispiel Paul Will, der will sich da einfach mal durch die komplette Abwehrreihe durchtanken. Oh, war das schön. So, nochmal abbremsen. Oh. Das wäre es aber auch. Oh, Cortales. Du musst mal mit zurück. Du bist eigentlich. Oh, hier kommen schon die Sprechchöre auf Wiedersehen. Oh, schade. Ja, man merkt, die sind doch schon ganz schön platt. Ich hätte aber erwartet, dass Aalen sich doch hier ein bisschen stärker präsentiert. Aber gut. Sollte ich vielleicht noch nicht zu laut sagen, solange das Spiel noch nicht offiziell vorbei ist. So. So. Ah. Schade. Eigentlich hätte ich gedacht, Cortales, der ist noch quietschlebendig. Habe ich eigentlich erwartet, dass der das machen kann. Dass der einfach mal durchsprintet, aber war irgendwie nicht so. So. Okay, jetzt probieren sie es einfach mal mit einem Schüsschen aus der Distanz, aber keine Gefahr für Brinkies. Ja, hat heute doch einen recht ruhigen Tag erwischt. Und jetzt wieder Cortales. Oh! Und jetzt kommt noch, ich glaube, Yannick Meder sollte es sein, ne? Auf seine Kosten, jawohl. Ich habe ja erst kurz noch gezögert, ne? Sollte ich nochmal einen Pass machen? Und eigentlich wollte ich hier nach links unten passen.
Aber dann hat er doch mal den Steilpass auf Meter gewagt. Aber irgendwie auch abwehrtechnisch. Die gehen auch gar nicht richtig ran, ne, die Aalen. Also ich weiß nicht, was mit denen los ist. Yannick Meder jetzt schon mit seinem zweiten Tor. 4:0. Freunde, es läuft wieder. Wir sind definitiv wieder zurück in der Erfolgsspur. Kann man nicht anders sagen. Wir spielen zurzeit auch gut hier. Ein schönes Kurzpassspiel, was wir aufziehen. Ah, da kommt nochmal Bonga, aber kommt leider nicht durch. Aber vielleicht kriegt man noch eine letzte Gelegenheit. Wir gucken mal. Okay, wir kommen zu keiner Flanke mehr, aber boah! Das wär's gewesen. Oh mein Gott. Mijatke, den sieht man fast gefühlt das ganze Spiel über nicht da vorne. Und dann kommt er da durchgehüpft. Grandios. 5:0 wäre schon heftig. Aber gut. Wir werden es probieren, ne? Ja. Und da ist es. Das 5:0. Wie auf Bestellung. Oh mein Gott. Und jetzt kommt Barilla nochmal zum Einsatz. Tatsächlich. Der ist eigentlich schon total Knülle. Der konnte eigentlich gar nicht mehr. Der ist hier schon auf dem Zahnfleisch gelaufen da hinten. Auf der rechten Seite. Und jetzt haut er einfach nochmal so einen entspannten Kopfball rein. Aber auch wieder die Abwehr. Hier, da geht keiner ran. Okay, das muss man ganz ehrlich sagen, also für die Abwehrleistung, die Aalen hier geliefert hat, haben sie diese Niederlage definitiv verdient. 5:0. Oh mein Gott, damit hätte ich am Anfang dieses Spiels einfach überhaupt nicht gerechnet. Oh mein Gott. Schaut euch das an, Kinder. So sieht ein Aufstiegsaspirant aus. Mit 5:0 den VfR Aalen aus dem Stadion gefegt. So muss das. Auch wenn die erste Halbzeit nicht ganz so gut war, aber in der zweiten haben wir es dann so richtig krachen lassen. Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie zufrieden ich bin. Wir haben eine Schussgenauigkeit von 100%. Wir haben 9 Schüsse abgegeben, davon 9 aufs Tor. Oh, ist das gut. Was ein Spiel. Ich komm noch gar nicht drauf klar, Leute. Oh je. Und Gottes Willen, was ist denn hinter uns jetzt nochmal passiert? Nicht wirklich besonders viel. Wir konnten uns absetzen. Und in der Torjägerliste führen jetzt Bonga und Lauberbach die Liste an. Sehr schön. So, dann jagen wir mal noch fix hier eine Trainingseinheit durch. Hier, die Garde gefällt mir ganz gut. Einmal rein. Barilla hat bald eine 67. Der Typ ist so gut. Feier ich. So, dann lassen wir das ja mal weiterlaufen. Mal wieder ein Ostderby als nächstes. Und zwar auswärts. In Cottbus bei der Energie. Nur da bin ich ja gespannt.
Das wird auf jeden Fall genial. Erste Truppe ist wieder fit. Das überlege ich mir aber beim nächsten Mal, ob wir wieder ein bisschen durchrotieren oder einfach mal wieder die erste Elf komplett ranlassen. Aber ja, das machen wir dann, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, ja, erstmal alle wieder runterfahren und gegen Cottbus startet wieder alles bei Null. Aber ich hoffe, wir können unsere aktuelle Siegesserie weiter ausbauen. Und ja, bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 19 Karriere. In diesem Sinne, macht's gut.